Ja, herzlich willkommen bei SVM TV heute nach dem Klassenerhalt, nach dem Sieg bei der Mosella in Schweiz. Bei mir zur Gast heute unser, eigentlich der Zehner mit der 8 auf dem Rücken, André Thom. Hallo André. Hallo Tutti, grüß dich. André, 5:1 heute, eigentlich ein souveräner Sieg. Fass das Spiel mal kurz zusammen. Ja, ich denke, der Druck war groß vorm Spiel, den haben wir uns selber auferlegt in der ganzen Saison in 33 Spieltagen. Der Schorsch hat es gerade oben schon gesagt, war eine schwierige Saison, die wir jetzt heute zum Glück souverän über die Ziellinie gebracht haben, sodass der Verein in der Rheinland-Liga weiterspielt. Mir persönlich ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir es heute gepackt haben, ehrlich gesagt. Und ja, ich denke, zum Spiel heute ist nicht viel zu sagen. Wir haben das eigentlich souverän gemacht, haben schnell die Tore gemacht und Schweiz war heute auch nicht der Gegner, der jetzt irgendwie uns die Steine in den Weg gelegt hat. Das muss man auch klar sagen. Ja, Tutti, dann gebe ich die Frage mal zurück. Wie ist dein Eindruck von der Saison? Wie ist dein Eindruck vom Spiel? Dein Rückblick der letzten 5 Jahre? Ja, 5 Jahre. André und ich werden den Verein verlassen. André wechselt nach Ida, zur SC Ida Oberstein. Ich werde nach Tafost gehen. 5 Jahre, man kann sagen, 4 schöne, ein Seuchenjahr, katastrophal. Aber letztendlich sollten die schönen Sachen in Erinnerung. Du hast am letzten Tag eine geile Hose nach Hause, war vieles wieder gut. Danke, Uwe, danke. Die schönen Sachen sollten in Erinnerung bleiben. Das letzte Jahr sollte man einfach schnellstmöglich vergessen, der Verein und auch die Spieler an sich. Ich persönlich wünsche dem Verein alles Gute. Ich komme nächstes Jahr zurück. Einmal. Ich hoffe, dann gibt es Haue für den SVM. Und sonst aber, wie gesagt, alles Gute. Ja, von mir auch noch ein paar Abschiedsworte. Ich gehe auch schweren Herzens letztendlich, weil es viele, viele schöne Jahre waren, auch wenn das letzte Jahr sehr, sehr schwierig war. Zu großen Teilen mit sehr, sehr viel Unwägbarkeiten, die man im Vorfeld nicht so absehen konnte auch. Von daher alles gut, ja, am Ende. Und ja, ich wünsche auch dem SVM alles Gute für die Zukunft, dass der Verein nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellt, die auch in der Rheinland-Liga bestehen kann. Ist vielleicht alles auch jetzt zurzeit nicht so einfach, aber ich wünsche, wie gesagt, dem Verein und den Verantwortlichen auch dabei ein gutes Händchen. Und viel Glück für die Zukunft. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall als Zuschauer von oben die Daumen drücken und ja, werde immer mal wieder im Alfons-Jakobs-Park zu Moorbach auftauchen. Ich denke vielleicht auch dann mit Tutti, mit dem einen oder anderen, der jetzt auch geht. Und ja, herzlichen Dank. André, ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns. So sieht's aus.